zurück am Blauen Loch und willkommen bei Dave the Diver. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, warum Cobra immer noch sagt, ich sollte den Stand meiner Ausrüstung überprüfen. Objekt des Tages. Ach so, okay, das kann ich dann auf Dings mitnehmen. Ja, gut, unwichtig. Also, wir sollen das Essen servieren, was Marki wünscht, und die Zufahrtsstraße sollen wir freimachen für das Seevolk. To do. Also, es wird ja sowieso angezeigt, davon mal abgesehen. Eine weiße Pferdemakrele. Na gut, wir werden sie hoffentlich irgendwann finden. Ach so, ja, Marinka bringt mir da ja nichts. Ich meine, ich könnte natürlich so grob raten, welcher Fisch das ist. Das ist der hier. 50 bis 130 Meter, alles klar. Dann gehen wir mal auf die Jagd. Ach, wir hatten den sogar schon. Wahnsinn. Ich habe übrigens 4000 Dollar und gebe die nicht aus. Das sollte sich auf jeden Fall ändern. So, also Augenmerk erstmal die weiße Makrele, oder wie sie hieß. 50 bis 100 Meter. Oh, schon wieder alles neu. Ich frage mich, da steht ja immer riesiges blaues Loch. Gibt es später noch andere Tauchregionen? Scheint fast so, ne? Okay, die habe ich jetzt aus Versehen nicht ausgesammelt. Aufgesammelt! Wow. So, wir holen uns erstmal das hier. Ich hoffe, das ist ein Upgrade für die Waffe. No. Aber auch gut. Ich hätte auch tatsächlich gerne von Anfang an einen besseren Angelhaken. Also, dass es da vielleicht auch nochmal gleich die Möglichkeit gibt, sich da irgendwelche Special-Sachen zu machen. Keine Ahnung, den Gift-Haken. So. Oder die anderen. Ach Mann, Alter, ich hasse euch. Okay, das war sehr knapp. Sowieso, genau, irgendwo noch dieser Drückerjunge geschwommen. Das ist die Makrele. Easy. Okay, die kennen wir doch schon. Wie viel brauche ich davon? Okay, das war der falsche. Weiß man das? Nein, ne? Ja, easy. Den hätte ich gern auch nochmal. Oh, ich hasse, diese Richtung kann ich gar nicht, ne? Oh, ich kann das nicht. Hey, sorry. Andere Richtung super, aber die geht gar nicht. Boah, ich bin so schlecht. Ich meine, gut, er ist tot. Aber ja. Na, kann man besser machen. So, die ist unwichtig. Gut, dann würde ich sagen. Was brauche ich das? Ah ja. Brauchen wir sogar für die Dings. Wie heißt es denn? Für Eco Watch. Den hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon. So, Eco Watch erledigt. Warte mal. Ich kenne dich aber auch noch nicht, oder? Boah, Alter, ich bin so ein schlechter Dreher. Wow, endlich. Ach, guck mal, was wir hier haben. Na, gibt's einen Knochen? Nee. Natürlich nicht. Ja, es wird wahrscheinlich am Ende wieder am Knochen hängen. Beziehungsweise in dem Fall an den Knochen. Sehe ich den beim ersten? Nee. Auch beim zweiten kriege ich den nicht. Auch beim dritten kriege ich ihn nicht. Jetzt aber. Ja, okay, können wir tatsächlich absolut vergessen.
Sorry, es macht mich aggressiv. So, ich sollte auch nicht mehr allzu viel sammeln, weil... Eigentlich ist mein Ziel, es doch nochmal nach ganz unten zu schweben und den... dem Seevolk zu helfen. Ach, nee. Oh, cool, der ist besser. Ich komme eigentlich gar nicht hin, weil mein Tauchanzug dafür noch zu schlecht ist. Oh, fuck you. Leg mal immer nochmal hier die Makrelen. Oh doch, geht weiter. Okay, ich habe ganz kurz gedacht, hier ist Feierabend. Ja, hier ist Feierabend. Scheiße. Aber ich meine, ich bin auch gleich voll, ne? Shit, ich hätte dahin gemusst. Ah, das ist bitter. Nee, da kommen wir nicht weiter. Shit. Den Barracuda, da komme ich nicht drum rum. Gut, jetzt sind wir auch überfüllt. Dann, ja, komm. Nehmen wir uns noch so einen Squid. Guck mal, hier die... Ja, ist doch gut. Die Algen noch kurz mitgenommen. Und dann geht's nach Hause. Ah, da müssen wir erst den Anzug nochmal upgraden. Ich meine, Geld dafür haben wir ja. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Jetzt müsste aber auch schon Nachmittag sein, oder? Sogar schon Abend. Krass. Irgendwas Neues? Nee. Ach, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Eco-Watch. Liefern, liefern. Okay, den Rest müssen wir erstmal wieder finden. Dann... Ich hätte wahrscheinlich erstmal zur Fischfarm gemusst. Die Zutaten sind angekommen. Schön. Gut, dann machen wir das morgen. So, wir haben sehr viel Geld. Aber ich glaube... Der wäre halt nochmal ein super Koch, da müsste ich allerdings Leo rausschmeißen. Ich glaube, das mache ich. Tauschen mit Tohoku und den würde ich gern trainieren. Zweimal. Guck mal, 135. Also der ist auch genau Koch. Jo, sehr gut, kochen. Perfekt. Nice. 2-2, immer noch gut. So, wir müssen dieses komische Essen servieren auf jeden Fall. Warte mal, erstmal machen wir die letzte Forschung. Kennen wir? Ach, wie hieß denn das, was sie haben wollte? Weiße Pferdemakrele, Seetang, Sojasauce, schweigsames Mädchen. Shit, wie hieß denn das? Das hier ist es. Ach, da steht ja auch, ach, da sieht man auch das blaue Männchen dazu. Ja. Ich habe sogar nur einmal Sojasauce. Okay, sehr gut, dann können wir das schon mal servieren. So. Bäh. Dusch. So, jetzt können wir auch wieder alles upgraden. Alter, Stufe 7. Heftig. Gut, die sind immer noch nichts wert, aber egal. Weißer Langnasen. Joachim, so, da sind wir bei 15. 16. 17. 21. Warte mal, die beiden gehen noch rauf. 23. Kommen wir mal so 27. Mal gucken, ob das reicht. Und dann... Start mal. Ich habe noch kurz überlegt, ob wir vielleicht Interieur ein wenig
verbessern, aber nein. Da kommt das Mädchen mit der Handpuppe. Jemand Bock auf Bier? Durch. So, kriegt sie ihr Essen? Ich glaube noch nicht. Alter, willst du mich verarschen? Oder will einer Bier? Nein, ich hätte das gar nicht servieren dürfen. Doch, jetzt kommt. Oh, okay, sehr gut. Diese Zwischensequenzen sind echt der Hammer. Warum weinst du denn plötzlich einfach los? Es schmeckt einfach zu gut, du... Wahrscheinlich Arschloch. Es ist einfach zu gut. Verdammt nochmal, es ist zu gut. Es erinnert mich an meinen Papa. Was geht hier vor sich, Kleines? Mein Name ist Mark und ich suche nach meinem Papa. Papa brach vor einer Weile auf, um die Tiefen zu erkunden, aber ich habe den Kontakt zu ihm verloren. Sein Lieblingsessen war Kombu und Ochazuke auf weißer Pferdemakrele. Und ich habe gehört, dass es das hier gibt. Also kam ich vorbei, weil ich dachte, vielleicht wäre er hier. Es tut mir leid, wenn ich jemanden sehe, der wie dein Vater aussieht, werde ich es dir sagen. Was ist das für eine Puppe? Das ist ein Seeigelstofftier. Mein Papa gab mir das, bevor er ging. Oh, ich kann dich endlich um einen Gefallen bitten. Es geht um Seeengel. Ich habe noch nie einen echten Seeengel gesehen. Kannst du mir einen fangen? Ein Seeengel? So etwas Kleines kann man nicht mit einer Harpune fangen. Was könnten wir tun? Können wir das hier benutzen? Achso, oh, ein Insektennetz. Das könnte funktionieren. Alles klar, ich werde es ausprobieren. Worauf wartest du noch die Wahl raus? Zieh deine Strumpfhose an und spring ins Wasser. Oh, es tut mir leid, ich kann meine Gefühle nicht gut kontrollieren. Okay. Fange kleine Kreaturen. Du kannst das Insektennetz verwenden, um kleine Kreaturen wie Seepferdchen und Seeengel zu fangen, die sich nicht mit der Harpune erwischen lassen. Okay. Das sind also die kleinen... die kleinen, ja, Tierchen, die sonst auch immer her wabern. Ich muss übrigens Wasabi machen. Pass. So, wer war der Erste, der bestellt hat? Ich sag mal sie. Ah, es war sie. Okay. Alter Schwede. Okay, drei Gerichte haben wir noch übrig. Zwei. Oh, das ist eine Punktlandung, meine Damen und Herren. Eine absolute Punktlandung. Ein einziges Essen ist genau über. Oh yeah, das war great. So, und endlich haben wir mal wieder 5 Sterne. Neuer Rekord. 1800, 5 Sterne, 5 heiße Flämsche des Handwerkers. Super. Gut, dann... Wie rüste ich den Kescher aus? Oh, es regnet. Oh, Unwetter. Wow, okay, das... Hier ist eine Nachricht angekommen. Sollte ich sie mal einmal lesen? Hallo Einwohner, hier ist das Tourismusgremium Blaues Loch. Das Blaue Loch wird immer bekannter und das Interesse daran steigt. In 3 Tagen steigt eine riesige Yachtparty. Es werden eine Menge wohlhabender Gäste erscheinen. Wenn es also ein Restaurant gibt, das hochklassige Thunfischgerichte zubereitet, könnte das die Verkäufe in die Höhe treiben. Wir bitten um eure Unterstützung, um es zur besten Attraktion der Welt zu machen. Das Tourismusgremium Blaues Loch. Ein Thunfisch. Ey, hast du die E-Mail gelesen, die du gerade bekommen hast? Ja, hier steht, dass es bald eine Thunfischparty geben wird. Genau. Und Thunfisch ist der beste Freund von Sushi. Wir können sie mit gutem Gewinn verkaufen. Ich habe schon lange keinen Thunfisch mehr im Blauen Loch gesehen. Jetzt beginnt die Thunfischsaison. Mit dieser Party können wir ein Vermögen verdienen. Aber ist es nicht schwer, Thunfisch zu fangen? Ich habe gehört, dass sie sehr schnelle Schwimmer sind. Deswegen sind Investitionen notwendig. Am Nachmittag bringe ich ein Gerät mit dem man Thunfisch fangen kann. Ich sehe dich dann später. Alter, hier wackelt es aber auf dem Kahn heute. Okay, also Thunfisch. Alter, was wir jetzt alles lernen können. Oh. Also, erstmal Casual.
Wird mir das nochmal erklärt? Mit dem Kescher? Weil effektiv kann... Also ich kann ihn nicht aktiv ausrüsten. So, ich muss auf jeden Fall meinen Taucheranzug verbessern. Also ich habe tatsächlich noch nie wirklich Probleme mit dem Luft gehabt. Außer ich werde vom Hai attackiert. Und werde gebissen. Dann sterbe ich. Aber ansonsten, die Frachtkiste macht halt immer Sinn, aber ich will ein bisschen Geld gerade sparen. Komm, wir hüpfen einmal rein. Ich hoffe, dass das mit dem Kescher erklärt wird. Alter, was ist denn hier los? Voll der Fischschwarm. Torpedomakrele. Eine Makrelenart mit blauem Helmkörper. Hellblauem Körper. Aber auch blauem Helmkörper. So. Okay, erklärst du mir den Kescher? Nee, erklärst du mir nicht. Ich habe das Kescher-Symbol, aber... Warte mal, ich muss mal so ein Objekt finden. Was man damit... Oh, Agar-Agar. Was man damit fangen könnte. Ich brauche auch unbedingt Sojasauce. Ist schon wieder alle. Seeigel auch immer gut. Alter, jetzt gibt es hier keine Tierchen, die ich so fangen könnte. Das ist ja kurios. Da ist ein Seeigel. Ein Seepferdchen. So. Geil. Oh, jetzt ist der da durch. Naja, wir lassen ihn mal zurückschwimmen. Okay, also einfach mit Leertaste. Das ist ja easy. Weißfußgarnele. Okay, ich brauche aber See. Ich habe vergessen, welche See. Irgendwas mit See. Rot? Nein. Lungenqualle. Ist aber nicht die, die ich suche. Also gut, Quallen können wir immer mitnehmen. Hier kriegt man ein Seepferdchen. Unwichtig. Ja, das hier mit dem Seevolk machen wir irgendwann später. Ich will erstmal das sammeln, was ich brauche. Stachel eines. Warte mal, da haben wir noch so einen Flusskrebs. Ein See. Was brauche ich? Ein Seesternchen? Bin mir unsicher gerade, was ich brauche. Ich schwimme mal ein bisschen tiefer. So, hier kriegen wir wieder Knete. Da kommen wir in die Strömung. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aua. Oh, sehr gut. Ja, Sojasauce. Perfekt. Pferdchen. Dorniges Seepferdchen. Ich müsste langsam mal ein bisschen Sauerstoff sammeln. Da haben wir einen fetten Hai. Da haben wir nochmal ein Seepferdchen. Da ist Munition. Oh ja, das ist schon mal eine sehr, sehr gute, ein sehr guter Fund. Oh, was ist denn hier los? Hallo? Weil nur diese Seepferdchen, die brauche ich halt nicht, ne? Zwergseepferdchen, auch neu. Nochmal ein Zwergseepferdchen. So, dann schwimmen wir mal nach unten in die Tiefe.
Salz. Was bist du? Schwarze Tigergarnele. Oh ja, jetzt geht's nochmal richtig in die Tiefe. Schiffsbootschnecke. Ach, guck mal, das hier ist so ein Ding. So ein Seeengel. Cool. Och, hier diese Ente. Das Huhn. Ente. Also in sehr... Obwohl, die brauche ich für Echo. Echo Watch. Ah, ja. Okay, hat gereicht. Jetzt los. Boah, ey. Hallo? Mann, Alter, S und A. Oh. Den Kollegen brauchen wir übrigens auch nochmal. Oh, ich hab ihn sogar getroffen. Trifft man den noch so? Gott, da muss ich überhaupt gar nicht warten, bis der rauskommt. So, Spitzhacke, dann holen wir uns hier nochmal den Amethyst. Ah, ich muss diese Seepferdchen finden. Seeengel. Guck mal, da haben wir doch schon wieder eins. Die Sterne brauchen wir auch. So, hier wird es bestimmt die UV-Lampe wieder geben. Jo. Genau, ich guck mal, ob ich hier noch ein paar Seeengel finde. Oh, ich habe da noch die Waffe in der Hand. So, jetzt aber. Alter. Okay, sehr gut. Hier gibt es nochmal Sauerstoff. Geschossen. Du willst mich verarschen. So, zu hohe Fischbestände. Ich brauche nur noch einen. Ich sollte mich weiter umsehen. Oh nein. Oh, jetzt kommt Papa Seeengel oder was? Alter, was war denn für ein fettes Teil? Habe ich da gerade einen Riesenseeengel gesehen? Ja, das hast du, mein Freund. Ich glaube, das ist nicht gut. Ach, guck mal, das ist der letzte. Alles fertig. Sollte ich wieder hoch? Oh mein Gott. Moment, was ist das für ein Ort? Oh nein, das ist so ein riesiger Seeengel. Nein, das ist ein Kampf. Ich habe doch wohl keine andere Wahl zu kämpfen. Also gut, erst besiege ich ihn. Scheiße. Headshots. Alter, fuck you. Okay, Headshots zählen deutlich mehr. Ich glaube, er ist nicht tot, oder? Nein, er ist definitiv nicht tot. Wow. Ich habe nur noch zwei Schuss. Oh, ich habe keine Munition mehr.
Ja, das war's. Vorbei, oder? Das, was für ein Monster. Tut mir immer noch weh. Mal sehen, ob es hier etwas Nützliches herumliegt. Oh mein Gott. Okay, der Kampf war aber deutlich einfacher als gegen den Kraken. Ist das ein Foto? Hm, da drüben ist etwas Glitzerndes. Ich sollte nachsehen. Hm, ein Foto von Maki? Das nehme ich mit nach oben. Oh Gott. Hat das Vieh ihren Vater getötet? Gefressen? Was ist denn das? Zahnreihe oder was? Also, nochmal ein paar neue Kreaturen. Ja, und hier, ne? Seeigel-Königin-Tentakel. Rang 99. Holy shit. Nun, lass uns wirklich Tintenfische jagen, ja? Oh. Nimm das. Das ist ein Stahlfasernetz-Sensor-Falle. Selbst der schnellste und größte Thunfisch kann dieser Falle ins Hirn kommen. Und für die heutige Jagd habe ich eine Geheimwaffe. Die Unterwasserdrohne. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um sie zu ersetzen, die du letztes Mal kaputt gemacht hast. Die sind ziemlich teuer, weißt du? Aber das war nicht meine Schuld. Sie ging kaputt, genau als ich sie angemacht habe. Ich habe viel investiert für solche Momente. Das macht man als Geschäftsmann. Ich zeige dir, wie man es benutzt. Folge einfach meinen Anweisungen. Tauch ins Wasser. Okay, machen wir, aber nicht mehr heute, sondern morgen. Und dann jagen wir Thunfische. Bis dahin, meine Lieben.